Zwieback, Zwieback, guten Tag. Entschuldigung. Was benötigt oh, Gottes Willen. So, die Quest nehmen wir an. Ich bin immer noch erkältet. Ich habe Husten, man hört's. Der Husten ist schlimmer, Libo. Die Quest nehmen wir mal an. Die Quest nehmen wir mal an. Hier, die Quest geben wir mal ab. Das ist der Plan. Ich werde mich jetzt ab und zu muten, zum Husten. Und zum Schneuzen nicht mehr so. Da habe ich mir jetzt gut Taschentücher und also auch zum Schneuzen, ja. Aber so langsam kann da nichts mehr drin sein, ja. Deswegen wird das noch lustig. Lustig, trudululululu. Was mit der Sprache? Kältebringer tötet. Oh, dort ist der End. Tschüss. Dort ist der Endboss aus den Hügeln. Dann nehmen wir die andere Quest da auch noch an. Das ist Tapeta. Die alte Tapete. Also, das heißt, wir werden Hügel gehen. Und nach Hügel Schulermann. Ich bin verlassen. Das stimmt. Edric Kilian. Ich bin von den Verlassenen. Das weiß ich. Was jetzt? Was ist? Denkt dran. Geduld. Dass ich sie mal tragen kann. Oh mein Gott. Es wurde angepasst. Nahkampf, Crit, Treffer, Fern, Crit. Oh, es sieht nicht mehr so dumm aus. Ich glaube, es ist auf Deutsch, oder? Nee, Power, Waffen, Power, Damage, Nebenhand. Schön, es sieht nicht mehr so dumm aus. Das gefällt mir. Das ist eine Apotheker-Quest. Reiten wir erstmal zum Chef. Umso länger ich Classic WoW spiele, umso öfter bekomme ich irgendwie Bock. Erst recht gut, ich habe jetzt gestern Hearthstone gespielt, so ein bisschen. Auf dem Tablet im Bett. Und dann so gegen die ganzen Bosse hier aus Uldum. Und in Uldum Dungeons und so. Und habe ich dann schon irgendwie Bock. Ja, Cataclysm. Das war so. Blieb mir nicht viel in Erinnerung. Oder besser, es blieb mir sehr viel in Erinnerung. Da habe ich sehr viel gespielt, aber. Für den Dungeons hier, das ist so. Ah, da hätte ich schon auch mal wieder Bock drauf, ja. So. Jo, jetzt brauche ich das Ding da eigentlich gar nicht mehr. So. Deswegen wird das einfach verkauft. Ich wollte hier mal ganz kurz abmounten. Mein Schwein. Oh, habe ich kein Internet mehr? Das wäre ja toll. Benutzen. Internet schon noch, aber Lags. Dann, was ich hier mal ganz kurz einstellen: Inventar, Stuff. Ist das drin? Und du hast Operationen. Bank. Haben wir schon. Dann werden wir da nämlich noch Zeug verschicken. Hier, diese Magier-Quest hier. Stufe 23 und ich scheitere immer noch. Wenn mich die Gegner überrollen. Drei Gegner braucht man, fünf greifen dich instant an. Zum Kotzen. Seid gegrüßt. Was benötigt ihr? Zum Glück Bestellung an Chandra Luke, der eigentlich Blaumond, dies und das. Blaumond, dies und das. Also. 19 Quests. Hügel 2 werden gemacht. Desolath, ja. Das ist Maurodon. Können wir eigentlich ab. Schlammbühle werden wir machen. Ödland werden wir auch noch fertig machen.
Das müssen wir fertig machen, die zwei. Das ist eine andere die Quest und die werde ich dann hier noch fertig machen. Okay. Ich hab mal einen Danke, brav, braver Raptor. Da ist dies und das. So. Was ist? Ja. Seid auf der Hut. Okay. Feldtest-Set bringen wir wieder zurück. Whatever mich jetzt dann diese Feldtests. So kann ich den Feldtests machen. Uldermann, ja. Aber glaube ich nicht. Hügel wäre die Quest auch schon gelb. Was ist denn dann die nächste Emir? Zul'Farak und Maurodon, stimmt. An die zwei habe ich überhaupt nicht gedacht. Also Zul'Farak. Was ist? Wüste. Ja. Denk dran. Ich brauche ein bisschen Platz im Inventory und die Quest ist rot. Inventory. Im Questlog. Das verkaufe ich. Was benötigt ihr? Begrüßt den Schatten. So. Mundschafttasche, das geht halt vom Preis her tatsächlich. Unser Ziel ist irgendwann die größten Taschen natürlich zu bekommen. Alles auszumaxen mit dem Charakter, was es auszumaxen gibt. Darunter fallen auch Berufe, da wo wir noch nicht sehr weit sind, weil wir die nochmal komplett verlieren. Aber das ist ja Wurst. Das ist ja Wumpe. Haben wir noch Platz im Inventory? Schrägstrich Bank. Sprache. Haben wir. Jetzt nicht mehr. Gemischtwaren, Reagenzien. Was benötigt ihr? Lebt wohl. Schauen wir mal bei ihr. Mehr Pilze müssen wir uns sowieso mal kaufen. Das Schweinchen. Könnte man sich bei ihr Pfeile kaufen? Nein. Da, okay, dann kaufen wir uns halt bei ihr welche. Ach, auf die Tür! Und wer seid ihr? 1, 2, 3, 4, 5. Sucht näher ran. Upmounten. Hoffentlich ist das wichtig. Wir sehen uns in Tarens Mühle wieder. Bis gleich, Leute. Guten Tag, Leute. Hier angekommen. Nehmen wir jetzt mal kurz noch eine Quest an. Die schaffen wir, die erste schaffen wir bestimmt alleine. Bei der zweiten wahrscheinlich nicht mehr. Aber hey, wir haben jetzt jede Menge zu tun. Uldermann, Dungeon Paradies, Ödland, wunderbar. So, die zwei Quests. Und dann suchen wir uns Gruppen für Hügel. Und für Uldermann. Und dann sind wir happy.
Und dann sind wir bestimmt Stufe 42, ein halb. Eve sogar. Hey, guck, wir haben jetzt nochmal bis dahin dann Erholung, ja, im nächsten Level. Ihr stört mich nicht. Genau, hier. Das ist was, was mich gerade interessiert, weil auf dem Classic-Server, wo ich damals gespielt habe, ja, war Rabenholz noch schon eine Fraktion. Das war bei 1.12 auch, also Pre-Patch oder nahe am Pre-Patch vom WC. So. Aber ich glaube, das konnten wir. Hier, die Camps gibt es auch in der Retail-Version, um das mal kurz auszuschmücken, ja. Sind auch immer noch die Saboteure des Syndikats und. Aber halt keinerlei Quests oder Sachen. Genauso wie unten das Haus da noch rumsteht. Oh, warte mal hier. Aber ebenfalls ohne. Also, ich glaube, das ist einfach nur leer. Und sowas finde ich immer schade. So. Baron Vardus. Und wir sind hier der Baron Vardus. Ich dachte. Ich dachte, der wäre oben im Keller. Und jetzt muss ich niesen auch noch. Moment. Ei. Ei. So, hier wollen wir rein. Nach Leichnam von Legacy. Zack. So. Oh, mein Spiel steht. Also irgendwie haben wir heute leichte Problemchen. Netzwerk. Das könnte mir hier meinen Tod bedeuten. Oh, was ist denn jetzt los? Speedtest. Ah. Machen wir jetzt mal während der Aufnahme im Speedtest, ja. Was soll das? 10 MB, das ist zwar immer noch schlechter als sonst. Und Upload. Ja, auch. Ja, okay, das passt. Also ich habe genügend Internet, das passt schon. Ich will mich jetzt nicht mit dem Nagas. Oh, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. So. Ist noch nicht bereit. Ja, du blöde Droide, ich werde hier nichts für dich machen. Halt hier. Häusli. Ja. Pass auf. Ja.
So. Ah, ich schlafe, aber wir haben den Alleiden-Typen rausgeholt. Komm mal her, Schwein. Komm mal noch ein bisschen zu mir. Das lädt immer noch auf. Easy. Ich dachte ehrlich gesagt, ich müsste den kiten, wenn wir so viel hinterherlaufen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, nämlich zu warten, bis das mir hier... Oh. Ach, keinen Kopf mitnehmen? Oh, ich muss die Quest da drin abgeben. Wirklich? Wirklich? Das ist ja jetzt belastikast. Ach, dachte ich, ist ja jetzt belastisch. Wieder. Hallo. Ah. Bringt Karitas Anhänger zu Gruß nach Tarans Mühle. Mögen die Reisen sicher sein. Machen wir alles. Im Sichtfeld. Weil ich kann dir gerade nicht helfen. Wenn mir mein Schweinchen nicht helfen kann. Eieiei. Und das, der purpurrote Lotus, zumal des Syndicates. So, tschüss. Würde ich sagen, reiten wir hoch nach Strandbrat. Von Strandbrat rein Altarak. Also ins Königreich. Wir sind in Altarak, aber ihr wisst, was ich meine. Nach die Burg. Oder komme ich hier? Komm ich hier schon rein? Das wäre ja sweet. Das wäre ja richtig sweet, wenn ich hier... Sweet. Wenn ich hier irgendwie einen Weg... Lauter Hollow... Hier? Gucken wir nochmal. Na bitte. Das ist ja gelacht, wenn ich das nicht pack. So, wir sind in Altarak, Leute. Elite-Gebiet. Magier. Greif du den an. Magier sind ein bisschen kacke. Ich muss jetzt nur die Raufer töten. Ja, die sind auch ziemlich einfach eigentlich zu besiegen. Einzeln. Natürlich.
Ich glaube, zwei davon wird schwierig. Interessant. Natürlich wieder gucken, dass wir so mana-sparend wie möglich hier plantieren. Kiten ist immer gut. Brezeln. Müssen wir jetzt nur noch 13 töten von diesen Typis. Und solange wir hier nicht in einen unerhofften Respawn reinkommen, passt doch das. Dieser Zwerg da. So. Bei dem Kampf probieren wir jetzt Mana sparend zu kämpfen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mana sparend bedeutet Autoshots, während ich hier mal die ganzen Fässer überprüfe. Ob da irgendwo Fässer mit Milch oder sowas sind. Milch würde mir nicht viel bringen. Machen wir doch das mal so. Pet greift schneller an. Sammelt gut Aggro. Nächstes Mal übrigens noch schneller. Mir gerade so ein. Also noch besser. Da haben wir schon eine 40%ige Chance, dass wenn er einen Crit macht. Schneller angreift. So. Aber ich würde sagen, hier beenden wir mal die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder, Leute. Tschüss.